Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von O1 Aktuell. Ein Blick in den OP-Alltag deutscher Kliniken zeigt, dass meist noch mit Desktop-Computern, Tastatur und Maus gearbeitet wird. Die OP-Planung wird anhand von 2D-Bildern am Bildschirm vorgenommen, was oft zu Informationsverlusten sowie zu einem fehlenden Gesamtüberblick über den zu operierenden Bereich führt und Probleme bei der Operation hervorrufen kann. Durch VivaTop soll sich das in Zukunft ändern. Wie moderne Techniken der virtuellen und augmentierten Realität bei Operationen eingesetzt werden sollen, dazu dann gleich mehr und das haben wir sonst noch für Sie. Aufforstung, ein neuer Wald entsteht. Gemeinsam aufs Rad, Tandem für Menschen mit Beeinträchtigungen. Klick an, tritt an, Fotos aus Ewasten gesucht. Victoria Binstock, Ausstellung im Kunstverein. Und die Bäume von Mirsad Herrenda. Studierende der Medizin sezieren menschliche Körper während der Vorlesung. PatientInnen schauen sich gemeinsam mit ÄrztInnen ihre Leber in 3D an und im Operationssaal werden ExpertInnen aus der ganzen Welt hinzugeschaltet. Was sich nach Zukunft anhört, könnte schon bald Alltag in Kliniken und Universitäten sein. Neue Informationstechnologien können helfen, um vor und während der Operation wichtige Informationen bereitzustellen und damit die Erfolgsaussichten des Eingriffs spürbar zu erhöhen. 3 Jahre lang haben Forschende die Einsatzmöglichkeiten virtueller und erweiterter Realität sowie von 3D-Druckverfahren in der Chirurgie untersucht. Koordiniert wurde das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt VivaTop von der Uni Bremen. In Oldenburg war die Universitätsmedizin im Pius-Hospital als Anwendungspartner beteiligt. Aber was hat es nun konkret mit VivaTop auf sich? Professor Dr. Dirk Weihe vom Pius zu den Anwendungsmöglichkeiten. Es wird alles simuliert, Flugsimulator, Schiffssimulatoren, aber für den OP gibt es keinen Simulator. Die Möglichkeiten hatten wir bisher auch nicht, die technischen Möglichkeiten. Die haben sich aber gerade in den letzten Jahren über die Augmented Reality und Virtual Reality und all diese Möglichkeiten, diese Skills, wie man heute sagt, so ergeben, dass wir gesagt haben, wir versuchen das. Wir versuchen das zur Verbesserung der Patientensicherheit, den patientenrealistischen Fall vorher schon durchzuüben. Und am Ende dann eben auch wie so eine Art Debriefing durchzuführen. Das heißt also den Trainingsfall auch für andere heranwachsende Chirurginnen und Chirurgen darzustellen. Letztlich ermöglichen die VivaTop-Technologien, die jetzt auch der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt wurden, eine neuartige, schnelle und präzise OP-Vorbereitung, die vor allem der Patientensicherheit zugutekommt, betont Professor Dr. Rainer Malacca, Direktor des Technologiezentrums Informatik und Informationstechnik der Universität Bremen. Bei der Vorausplanung geht es darum, vor allem in komplizierten Situationen, dass ich die Chirurgen unterstützen kann durch solche Tools. Und da kann man dann virtuell tatsächlich anschauen, welche Teile will ich wo schneiden. Und das Tool gibt mir dann Feedback darüber, ob ich zum Beispiel wichtige Adern gefährde. Das Tool gibt mir Feedback darüber, wie viel von der Leber nachher noch übrig bleibt. Weil ich muss ja zum Schluss genug lebendes Gewebe haben, das auch noch funktioniert. Und das kann mir alles, das Tool quasi als Feedback mit dazugeben, sodass die Planung sehr viel besser wird, sehr viel genauer wird, dass man weniger wegschneiden muss und dass mehr quasi da ist, womit die Patientin oder der Patient nachher auch bessere Überlebenschancen hat. Im Fokus des Projekts standen 3 Anwendungsszenarien: die eben beschriebene Vorbereitung einer Operation und die tatsächliche Durchführung, aber auch das Training der Chirurgen oder Anästhesisten. Plötzlich auftretende Stresssituationen, wie sie bei jeder OP vorkommen können, kann man jetzt simulieren, beschreibt Professor Dr. Dirk Weihe vom Pius eine weitere Anwendung. Das macht vor allen Dingen dann die Situation sicherer, die Ärztinnen und Ärzte, die Anästhesisten macht es sicherer, wenn man schon im Vorfeld mal so eine Situation erlebt, die unerwartet ist. Dass man nicht in der Situation entscheiden muss, sondern tatsächlich während der praktisch einen Notfall simuliert, das macht auf jeden Fall sicher und erhöht auch die Patientensicherheit. Davon sind wir überzeugt. In allen Szenarien kommt den 3-dimensionalen Bildern aus dem Inneren des Körpers eine besondere Bedeutung zu. Operierende sehen die Organe ihrer Patienten mithilfe einer Augmented Reality-Brille als Hologramm vor sich im Raum schweben. Zudem kann man sogar Kolleginnen virtuell mit in den Operationssaal holen, um sich mit ihnen über den Eingriff auszutauschen, so Professor Weihe. Ist das praktisch die neue Form des Telefons, wenn Sie so wollen, und die neue Form der Telemedizin, indem man sich als Avatar in eine andere Situation entweder virtuell hineinbegibt oder über augmentierte Realität dann, wie wir es gerade gesehen haben, bis hin nach Singapur vermitteln kann. Noch haben die unterschiedlichen Anwendungen keinen Einzug in die Operationssäle gehalten, aber man ist auf dem besten Weg dorthin, so Professor Dr. Rainer Malacca, Direktor des Technologiezentrums Informatik und Informationstechnik der Universität Bremen.
Also wir haben unsere Partner hier in Oldenburg beim Pius Hospital und die haben die Tools schon quasi ausprobiert. Also das heißt, die haben Operationen, reale Operationen schon mit den Tools geplant, angeschaut und haben da tatsächlich auch in manchen Fällen wirklich dramatisch dann Situationen verbessern können, weil sie besser planen konnten, besser schauen konnten, wo die Schnitte angesetzt werden und eben dann wirklich die Lebensqualität und auch die Überlebenschancen wirklich deutlich gesteigert haben. Und darum sollte es dann ja letztlich auch gehen, um Patientensicherheit und Lebensqualität. Mit dem Projekt VivaTop scheint man auf einem guten Weg zu sein. Rund 75.000 Euro kostet der neue Wald am Hemmelsbeker Kanal, den man jetzt beginnt aufzuforsten. Auf einer 2,2 Hektar großen Fläche, die bis zur Stadtgrenze Oldenburgs reicht, entsteht ein neuer Wald mit heimischen Baumarten wie Schwarzerlen oder Moorbirken. Das Geld, was für Planung, Aufforstung und Pflege ausgegeben wird, stammt maßgeblich aus dem Preisgeld für die erfolgreiche Teilnahme der Stadt am Wettbewerb Klimakommunal. Gemeinsam Zukunft pflanzen. Ein neuer Wald am Hemmelsbeker Kanal soll entstehen. Die Stadt Oldenburg und der Unterhaltungsverband Wüsting haben sich zusammengetan, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mehr dazu Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg. Also wir machen heute was sehr Schönes. Wir pflanzen nämlich einen Wald. Zumindest haben wir damit angefangen. Das Ganze ist ein Projekt, was wir zusammen mit dem Unterhaltungsverband hier machen als Stadt Oldenburg. Das hat was zu tun mit unserem Klimaprogramm, mit den Aktivitäten, um Treibhausgase, CO2 zu reduzieren. Und da gibt es ja die Möglichkeit, Energie zu sparen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit, durch Pflanzung von Wald, von Bäumen eben auch CO2 aus der Luft zu bekommen. Hier haben wir jetzt eine schöne große Fläche, die haben wir gepachtet und die können wir jetzt als Stadt bepflanzen. Und das haben wir heute begonnen. Das Projekt stehe im Zusammenhang mit den Klimaschutzbeschlüssen des Oldenburger Rates, erklärt Krogmann. Man habe Flächen gesucht, die für eine solche Aufforstungsmaßnahme benutzt werden können. Der Unterhaltungsverband Wüsting habe die Grünfläche am Hemmelsbeker Kanal angeboten, so Verbandsvorsteher Ralf Haberkamp. Der Unterhaltungsverband ist ein Gewässerunterhaltungs- und Pflegeverband. Er ist dafür zuständig in der Gemeinde Hude, Hatten, bis nach Sankruch hoch, Oldenburg, teilweise Ustenburg, reibungslosen Ablauf von Wasser zu gewähren. Ein Wald leistet einen hohen Beitrag zum Klimaschutz, da ca. 13 Tonnen CO2 pro Jahr gespeichert werden können. Außerdem wolle man durch das Projekt den Kontakt zu Wasser und Land und die Lebensbedingungen für beispielsweise Fische verbessern, so Hans-Dieter Buschan, Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes Wüsting. Die Gewässerentwicklung zusammen mit der Vernetzung im Sinne eines Biotopverbundes ist zwingende Vorgabe unserer gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter anderem durch den Niedersächsischen Weg vorgegeben. Und es wird zwangsläufig viele solcher Maßnahmen in Zukunft geben, um eben auch die Qualität der Strukturen in den Gewässern, aber auch in den Seitenräumen der Gewässer zu verbessern. Das geschieht auch schon in anderen Bereichen. Es muss sich aber erst entwickeln und insbesondere müssen die Flächen zur Verfügung stehen, um solche Wasser-Land-Kontakte zu verbessern. In Zeiten des Klimawandels sind solche Projekte mehr als nur wünschenswert. Die Aufforstung am Hemmelsbeker Kanal ist für Oldenburg ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz. Fahrradfahren hat in Oldenburg ja eine ganz besondere Bedeutung und spielt auch eine entscheidende Rolle in der Freizeitgestaltung eines Menschen. Beeinträchtigungen jeglicher Art sind dabei oft ein Hindernis. Für Menschen mit Handicap und für die Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten, gibt es jetzt ein gerontologisches Tandemrad in Oldenburg, das sowohl Menschen in als auch Gäste der Stadt ab sofort online buchen können. Im Oldenburger Chor kann man derzeit ein sogenanntes gerontologisches Tandemrad ausleihen. Beeinträchtigte Personen haben so die Möglichkeit, sich trotz ihrer Einschränkung mit einem Fahrrad fortzubewegen. Was genau man sich unter einem gerontologischen Tandemrad vorstellen kann, erklärt Silke Fennemann, Geschäftsführerin Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH, abgekürzt OTM. Es ist ein Assistenzfahrrad, wenn Sie so wollen. Also man sieht zwei Sitze. Auf dem einen sitzt eben der Mensch, der selber nicht mehr fahren kann. Das heißt, wenn ich das zeigen darf, dieser Lenker kann nicht bewegt werden. Und die Pedalen sind auch keine Pedalen, sondern dort werden die Füße drauf festgemacht. Und ich sitze und ich genieße, dass auf der anderen Seite jemand fährt, der ganz normal trampeln. Aber wir haben natürlich auch eine kleine Verstärkung. Das Fahrrad ist ja relativ schwer. Es wird also elektrisch mit auch angetrieben und dieser Fahrradfahrer nimmt praktisch jemanden mit, der sich fahren lässt.
Bei dem Thema Reisen für alle sehe Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH einen großen Bedarf, so Fennemann. Deswegen freue man sich sehr über die Zusammenarbeit mit dem Verein Rädchen für alles. Ursprünglich gehe es bei dem Verein, für jeden in Oldenburg zugänglich zu machen. Dazu mehr Maximilian Götz-Köhler, Mitglied des Vereins. Die Lastenräder stehen an unterschiedlichen Orten in ganz Oldenburg, meistens in Einzelhandelsgeschäften oder auch in Museen oder wie hier im Chor. Und Menschen können sich das Rad ausleihen, um Einkäufe, Kindertransporte oder Ausflüge damit zu machen oder zu erledigen. Und insgesamt soll es einfach die Möglichkeit geben, Lastenräder kennenzulernen, Lastenräder zu nutzen, wenn man welche braucht, oder im besten Fall auch mal das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zu fahren. Das Projekt ist jetzt ziemlich einzigartig, weil wir von OTM oder mit Hilfe von OTM dieses Fahrrad bekommen haben, was natürlich super ist. Maike Vormelker ist für den Bereich Inklusion bei OTM zuständig. Sie erklärt, was es beim Fahren des Tandemrads zu beachten gibt. Also für denjenigen, der fährt, ist es tatsächlich wichtig, umsichtig zu sein. Ja, wir haben ja vorhin schon gehört, das Fahrrad ist extrem breit. Man muss schauen, auf was für Fahrradwegen man unterwegs ist. Und man muss gucken, dass man gewisse Radien, also ein gewisser Radius ist nötig, um eben zu drehen oder irgendwo in eine Straße einzulenken. Also man muss ein bisschen üben, mit diesem Fahrrad zu fahren. Das ist tatsächlich so. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, man hat immer einen Beifahrer, der eben nicht entsprechend reagieren kann. Also man trägt schon ein besonderes Maß an Verantwortung. Gut, dass der Fahrende nach Anmeldung noch eine Einweisung bekommt. Die Anmeldung erfolgt über die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH oder online auf der Website des Vereins Rädchen für alles. Wer das entsprechende Kleingeld hat, könne es sich außerdem für den privaten Gebrauch erwerben. In Solidarität mit den Ukrainerinnen rufen die Jusos Oldenburg, Ammerland und die Grüne Jugend Oldenburg erneut zu einer Friedenswache für Frieden in der Ukraine, in Europa und in der Welt auf. Die Friedenswache findet am 27. März um 17 Uhr auf dem Rathausplatz in Oldenburg statt. Vor Ort soll es neben einer Schweigeminute verschiedene Redebeiträge geben. Außerdem will man ein Lichtermeer aus mitgebrachten Teelichtern entstehen lassen und so ein geschlossenes Zeichen gegen Putins Krieg setzen. Die Stadt investiert in diesem Jahr gut 10,5 Millionen Euro in Sanierungen und investive Maßnahmen. Das heißt, temporäre Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmenden, die aber auf die lange Sicht eine spürbare Verbesserung der Oldenburger Infrastruktur mit sich bringen sollen. So wird zum Beispiel bis Ende November 2022 weiter an der Bremer Heerstraße gebaut. Detailinformationen zu aktuellen Straßenbauprojekten gibt es in einer interaktiven Karte auf der städtischen Website unter www.oldenburg.de/straßenplanungen. Oldenburg wächst in den nächsten Jahren weiter. Allerdings vollzieht sich der Anstieg der Bevölkerungszahl deutlich gedämpfter als in den Jahren bis 2018. Das geht aus der neuen Bevölkerungsprognose hervor, die der Fachdienst Geoinformation und Statistik für den Zeitraum bis zum Jahr 2035 vorgelegt hat. Der Höchststand wird nun mit rund 174.300 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2027 erwartet. Das entspricht gegenüber dem Jahr 2021 einem Zuwachs von 1,6%. Danach sollen die Zahl der Oldenburgerinnen und Oldenburger zurückgehen, jedoch nur sehr moderat, bis zum Jahr 2035 um 0,8%. Zum Ende des Prognosenzeitraums wird immerhin noch mit rund 193. Welches Bild hat man von Eversten? Beim Fotowettbewerb Klick an, tritt an, laden Werkstatt Film und die Werbegemeinschaft Eversten dazu ein, den Stadtteil neu zu entdecken. Ob Natur, Experimental, Architektur oder Ereignisse, alles ist möglich. Klick an, tritt an heißt der Mitmach-Fotowettbewerb, den der Verein Werkstattfilm und die Werbegemeinschaft Eversten ins Leben gerufen haben. Ob Fotografin oder SpaziergängerIn, jeder kann dabei eine Rolle spielen. Mehr zur Aktion Hans-Georg Hess, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Eversten. Die wir ja jetzt initiieren, die soll ja Spaß machen natürlich allen Beteiligten, sowohl denen, die fotografieren, als auch denen, die sich nachher die Bilder angucken und C, denen, die die Bilder auch bewerten möchten. Das ist dann der sogenannte Publikumspreis. Es gibt auch eine Fachjury, die die Bilder bewertet. Und dann können die jeweils was gewinnen, die Fotos gemacht haben. Aber auch die, die jetzt zum Beispiel die Bilder bewertet haben, haben die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Insgesamt loben wir 1.000 Euro aus. Der kulturelle und gemeinnützige Verein Werkstattfilm beschäftigt sich viel mit audiovisuellen Medien, insbesondere mit der Fotografie.
Eine Aktion in dieser Art hat der Verein schon einmal gestartet und damit die MitarbeiterInnen des Werbevereins Eversten inspiriert. Farshid Ali Zahedi vom Verein Werkstattfilm und Hans-Georg Hess über die Zusammenarbeit. Herr Zahedi hat vor einigen Jahren ja schon in Eversten eine Fotoaktion ins Leben gerufen, hat auch Fotos ausgestellt, mit vielen Eversner gesprochen. Das hat uns dann inspiriert und wir haben ihn dann gefragt, ob er mit uns gemeinsam eine Fotoaktion machen würde. Und das hat er bejaht. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich denke mal, dass wir zusammen was Tolles auf die Beine stellen können, Herr Zahedi. Ich denke auch so, für uns ist eine große Chance als Kulturverein, dass wir die schauen, wie Oldenburger Stadtteil Eversten sehen. Also das ist jede unterschiedliche Blickweise. Für uns ist auch interessant und neue Entdeckung. Bei der Aktion sei es außerdem wichtig, dass nicht nur BewohnerInnen des Stadtteils Eversten an dem Projekt teilnehmen. Menschen allen Alters und unabhängig von ihrem Wohnsitz seien herzlich eingeladen, sich frei zu entfalten und kreativ zu werden. So Sandra Pagel, Mitglied der Werbegemeinschaft Eversten. Das soll zum einen sehr viel Spaß machen. Zum anderen würden wir uns aber auch freuen, wenn sich viele Menschen angesprochen fühlen, die nicht unbedingt hier in diesem Stadtteil wohnen, sondern die Interesse daran haben, diesen Stadtteil auch zu entdecken. Und toll wäre natürlich, wenn diese Bilder in den Geschäften ausgestellt sind, dass wir dadurch eine Art Kunstwerk schaffen könnten, wo auch viele Leute einfach das Interesse haben, sich diese Bilder anzuschauen. Dass die Fotografen, deren Bilder ausgestellt werden, auch neugierig sind auf das, was die anderen sich haben einfallen lassen, dass sie das weitertragen in ihren Bekanntenkreis, in ihren Freundeskreis und Eversten dadurch für viele Menschen interessant wird, die hier so vorher gar nicht unterwegs waren. Das wäre das Tollste, was wir damit erreichen könnten, wenn wir neue Fans für diesen Stadtteil gewinnen. Die Fotos könne man sowohl mit der Kamera als auch mit dem Smartphone schießen. Bei Bedarf bietet der Verein Werkstattfilm sogar an, sich dort eine Kamera auszuleihen. Für die Teilnahme an der Aktion sind also kaum Grenzen gesetzt. Teilnehmende können ihre Bilder schließlich an die E-Mail-Adresse klick-an@werkstattfilm.de senden. Die Fotos werden vor allem in Eversens Schaufenstern aufgehangen, sodass allein der Spaziergang durch den Stadtteil ein kreatives und anregendes Erlebnis sein kann. Im Oldenburger Kunstverein ist aktuell die Ausstellung Connection von Victoria Binstock zu sehen. Die Künstlerin zeigt dabei ein umfassendes Verständnis des Mediums Fotografie in der global vernetzten Welt. In großflächigen, aus mehreren Bildern zusammengestellten Fotoobjekten verbindet Victoria Binstock die im Netz über Bildsuchalgorithmen hergestellten Assoziationen mit eigenen persönlichen Fotografien. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, hat wohl des Öfteren schon von ihnen gehört. Algorithmen. Apps wie Instagram oder TikTok bedienen sich dieser sogenannten Handlungsvorschriften schon seit langem, die nach einem sich immer wiederholenden Schema funktionieren, um individuelle Nutzervorlieben zu erkennen und Inhalte dementsprechend maßgeschneidert für sie vorzuschlagen. Die Berliner Künstlerin und Fotografin Victoria Binstock stellt nun ihre neue Ausstellung Connection vor, die diese Algorithmen zum Thema macht. Die Ausstellung zeigt Arbeiten, die zum Teil in den letzten 5, 6 Jahren entstanden sind, in denen ich Bilder mithilfe eines Bildsuchalgorithmus verbinde, meine eigenen Bilder mit Bildern, die ich finde und die wiederum refotografiere. Aber im Grunde geht es darum, so diese Gleichzeitigkeit von so unterschiedlich vielen Bildwelten, die uns umgeben, jeden Tag, nicht nur offline, sondern vor allem online, diese Bildwelten ein Stück weit abzubilden und zu gucken, was sind das überhaupt für Bilder, über die wir sprechen. Zu Beginn des Arbeitsprozesses entscheidet sich die Künstlerin für eine ihrer eigenen Fotografien und schickt diese durch den Bildalgorithmus. Ein Programm, das nun Farbe, Formen und andere auffällige Bilddetails analysiert. Anhand dieser Analyse durchforstet der Algorithmus dann das komplette Internet und schlägt ähnliche Fotos von fremden FotografInnen vor. Victoria Binstock entscheidet sich dann für einige dieser Ergebnisse des Algorithmus, nimmt sie sich zur Vorlage und bildet sie selbst noch einmal neu ab. Sie versucht so, die fremden Bilder mit ihrem eigenen Werk zu verbinden. Oft sind es auch fluide Bilder, immaterielle Bilder, die niemals den Rechner oder unser Display verlassen. Es sind also viele Abbildungen dabei, die man hier sieht, die wir nur am Bildschirm, vom Bildschirm kennen. Und man schaut einfach Bilder auch anders an, wenn man sie körperlich erfährt, im Raum.
Geboren ist Viktoria Binstock in Moskau. Aufgewachsen ist sie in Minden-Westfalen. Schon früh begeisterte sie sich für die Fotografie. Glücklicherweise, so sagt sie selbst, hatte sie immer auch Leute in ihrem Umfeld, welche sie früh gefördert haben und an sie glaubten. In Leipzig studierte sie Fotografie und Kunst und machte dann im Jahr 2004 in Tokio eine prägende Erfahrung. Die Serie heißt Three People on the Phone und zu sehen sind jeweils drei Menschen am Telefon, am Mobiltelefon. Und damals war das hier in Europa zumindest noch nicht so verbreitet wie in Japan. Und ich war dort für 3 Monate und war fasziniert davon, wie Menschen sich schon dort vernetzen über das Telefon, wie sie körperlich anwesend sind, aber im Grunde mit anderen Menschen mobil verbunden sind. Und Connection spielt natürlich darauf an, dass man verbunden ist über das Gerät, über Bilder, aber auch die Verbindung innerhalb des Werkes, dass ich etwas, was ich sehr viel früher gedacht und gemacht habe, doch irgendwie eine Verbindung hat mit dem, was ich jetzt tue und wo ich jetzt stehe. Diese Serie ist als Kontrast zu den eher farbenfroheren Werken ebenfalls in der Ausstellung zu finden. Einen besonderen Hingucker bildet die eigens für den Oldenburger Kunstverein entstandene Wandinstallation Proofs. Sie ist ein kreatives Werk, bei dem sich die Künstlerin eigener Resteschnipsel ihrer Werke bedient und diese Reste als neues, riesiges Wandkunstwerk zusammenstellt. BesucherInnen können die Werke von Viktoria Binstock in ihrer neuen Ausstellung Connection vom 4. Februar bis zum 24. April im Oldenburger Kunstverein unter Einhaltung der 2G-Regel vor Ort bestaunen. Und noch eine Ausstellung. Die Skulpturen, die jetzt aktuell in der Werkschule in der Rosenstraße 41 zu sehen sind, wirken auf den ersten Blick wie wirkliche Bäume. Nur nicht ganz so groß. Sie stehen nackt da, ohne Laub, vom Wind bewegt und durchgeschüttelt. Und doch sind sie anderer Natur als die Bäume draußen im Wald. Erzählen sie doch viele Geschichten. Geschichten, die durch die Arbeiten von Mirsad Herrender erzählt werden. Still bewegt, so der Titel der Ausstellung von Mirsad Herrender, der jetzt aktuell in der Werkschule in der Rosenstraße 41 ausstellt. Und so still seine Skulpturen aus Eisenrohren und Kupferdraht auch sind, so bewegt es die Geschichte, die hinter den Werken steckt. Eine Geschichte, die Mirsad Herrender zwar nicht immer kennt, aber durch ihn erzählt wird. Und hier kann man sehen, symbolische Bäume, eigentlich das ist keine wirkliche Bäume, das ist zu sehen Metallgebilde von Wesen, welche zu sagen, jeder für sich hier in einer Art Form lebt. Und ich sage ganz oft, ich bin nur ein Medium, welche die Bilder, welche es schon gibt, irgendwo in einer geistlichen Welt schaffe, über meine Kappe visualisieren von anderen Menschen. Und ich glaube, sie passen ziemlich gut für unsere Zeit. Mirsad Herrender, 1967 in Bosnien-Herzegowina geboren, begann seine Studienzeit 1996 mit einem Studium der Bildhauerei an der Akademie in Sarajevo. Die Jahre von 1996 bis 2001 wurden von mehreren Kunststipendien begleitet. Seit 2004 lebt der Künstler in Bremen. Hier entstehen in seinem Atelier die detailverliebten Werke aus Metall. Die Skulpturen, die da jetzt in der Werkschule zu sehen sind, wirken auf den ersten Blick wie wirkliche Bäume, nur nicht ganz so groß. Sie stehen nackt da, ohne Laub, vom Wind bewegt und durchgeschüttelt. Und doch sind sie anderer Natur als die Bäume draußen im Wald. Erzählen sie doch viele Geschichten. Geschichten, die auch Mirsad Herrender erlebt und durchlitten hat. Geschichten von Krieg und Zerstörung, von Verlust. Sicherlich auch bedingt durch die Erfahrung, die der Künstler in seinem Heimatland machte. Ich versuche mich von schlechten Worten zu befreien, ich versuche mich zu sagen, aber nicht von Einflüssen von Geschehen. Ich gerne spüre auch Schmerzen von anderen oder von mich selber oder von einem Krieg oder irgendwas, weil ich denke, dass alles sich bewegt in diese zwei Ebenen zwischen Liebe und Schmerzen in dieser Welt. Also, weil in beide Richtungen ist wichtig, dieses Gefühl, etwas zu spüren. Der Mensch hat das Verhältnis zur Natur, aber auch das zu anderen Menschen verloren, bedauert Mirsad Herrender. Krieg, Zerstörung, die Geschichte wiederholt sich. Wir machen auch solche Fälle, dass wir greifen auf andere, weil wir mit uns nicht klarkommen, wie diese ganze Geschichte, das ganze Volk geraten auf eine, auf andere. Oder Politiker, ich glaube nicht, dass das Volk hatte oder Menschen haben nie Probleme mit anderen. Und das kann man doch gut verbinden mit unseren, wie gesagt, diesen letzten 12 oder 15 Jahren, wo das ging mit der arabischen Frühling und jetzt schließt mit Ukraine und wer weiß, wie das weitere würde gehen.
weil wenn sie nicht in Lage zu sitzen und sehen, diese unsere Paradies und tun, dass dieses Paradies wieder funktioniert, wie er kann. Aber vielleicht ist gut zu sagen, dass wir auch arbeiten in dieser Richtung und wir haben uns hier entschieden, für jede Kunstwerke, welche eventuell verkaufen würde, würde 5% für eine Stiftung gehen, welche würde für Kinder sorgen in Ukraine. Und ich habe auch ein paar Karten hier mitgebracht, sie wurden auch angeboten zu sagen, zu verkaufen und ganze Geld geht auch für diese Stiftung. Können Leute so sagen, aussuchen ein paar Karten, das ist auch teilweise meine Werke. Alles sind meine Werke, aber einige auch Zeichnungen, was ich habe in einer Schule gemacht, wie eine Motivation, Blätter und so. Ich habe gezeigt, dass durch Kunst kann man tatsächlich ganz viele bewegen. Die Ausstellung von Mirsa Terenda ist noch bis zum 6. Mai in der Werkschule in der Rosenstraße 41 zu sehen. Hier ist der Künstler seit letztem Jahr auch als Kursleiter im Bereich Bildhauerei tätig. Und mit den Ausstellungstipps und dem Blick auf das Wetter am Wochenende beenden wir unsere Sendung für heute. Ein sonniger Tag war das heute wieder. Nach bis zu 16 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 0 Grad zurück. Der Samstag bringt dann einen Sonne-Wolken-Mix. 12 Grad sind es am Tag, 3 in der Nacht. Am Sonntag gibt es dann zum Nachmittag hin wieder mehr Sonne, bei 14 Grad am Tag und 0 Grad in der Nacht. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Berichten von der Wesermündung und um 19 Uhr erfolgt dann eine weitere Ausgabe von Oldenburg 360 Grad. Thema dann Ressourcen schonen. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.